Angefangen als Maler, Lackierer, dann auf den Straßen ein Dealer. Doch ich wusste schon als Kind, ich wollte ein Star sein auf Viva. Hab auf das Rap-Geschäft geschissen, hab angefangen die Besten wegzuficken. Und sie wussten, Sony Black ist jetzt im Business. Ich war nie ein Rapper, ich war ein kleiner Junge mit nem Traum. Und ich hab niemals auf mein Glück gebaut, Glück gebraucht, gib nicht auf. Das hab ich mir jeden Tag gesagt.